Guten Tag zu Tag 9 im Dschungelcamp. Der Loser des Tages. Ruft mich an. Jetzt bin ich also asexuell. Es gibt nur eine Vorstellung, die schlimmer ist. Ruft mich an. Die Ziffer Nummer 4. Weil ihr mich so cool findet. Irgendwie hat heute fast jeder geheult. Komm, ich bin doch auch noch da. Ja, das ist ja das Problem. Wenigstens Dr. Bob hat aufmunternde Worte von Rolf für Menderes. Er möchte, dass du Gesangsunterricht nimmst. Dr. Bob, kannst du noch mal nachfragen, ob Rolf nicht will, dass Menderes doch was ganz anderes macht? Nett ist er ja. Aber singen? Die Dschungelprüfung. Ein Thorsten Legert holt natürlich 12 von 9 Sternen. In der letzten Box wartet ein Gegner, der dir ebenbürtig ist. Gib keinen. Krokodil. Das ist für ihn höchstens eine schwimmende Hand. Tasche. Weißt du eigentlich, wie groß das Krokodil war? Schwanzlänge habe ich nur gesehen. Ich weiß nicht. Einem Thorsten Legert kommt es ganz offensichtlich nicht auf die Schwanzlänge an. Ich habe da in den Becken nochmal Pipi gemacht. Ich habe Angst, Muffe gehabt. Er hat sein Revier markiert. Ist auch logisch. Angeblich balsamieren sie jetzt den Rolf in diesem Weihwasser ein. Ich habe geweint, ey. Zum ersten Mal, ey. Das finde ich gut, dass du dich zum allerersten Mal... Oh Gott, hier. Das ist unglaublich. Fast zum allerersten Mal so öffnest. Was denn? Nur weil er schon mal genau die gleichen Geschichten erzählt hat. Und vielleicht auch schon mal geweint hat. Aber das war eine Sat.1-Sendung, also hat kein Schwein gesehen. Haha, Helena Fürst. Der Held des Tages. Zeit für Psychospielchen. Wo müssen die Schatzsucher hin? Immer den Möpsis nach. Die Aufgabe ordnet jedem Dschungelstar das passende Tier zu. Gorilla sehe ich ganz klar unseren Terminator. So sehe ich zwar nicht aus. Das wäre ja auch eine Beleidigung für den Gorilla. In Deutschland sagt man, eine Ziege meckert. Für das muss Helena. Die Schlange ist dann vielleicht Ricky. Bei falsch. So ein tolles Spiel. Aber irgendwie gehen die Camper nicht so richtig drauf ein. Außer einer. Nur auf den Penis reduziert zu werden, ist aber auch doof. Du bist eine Schlange für mich. Sagt der Mann, der seit mehreren Stunden ein Pappschild mit Gorilla-Motiv trägt. Und der muss es ja wissen. Und was ist mit den Schildern, die da noch auf dem Boden lagen? Hier, die Schnapsdrossel. Oder die diebische Elster mit dem Logo von diesem Quizsender da. Die Weisheit des Tages. Wenn man 6 Stunden mit Kakerlaken und deren Exkrementen unterwegs war, dann imprägniert sich das in die Klamotten. Der Tweet des Tages. Ob David jetzt Wikipedia übernimmt, wer musste gehen? Die Jenny. Ehrlich? Nein, du bist raus. Ich darf ihn verzeihen! Erste Handlung, für einen sehr guten Freund eine Flasche Wein kaufen. Die Frage aller Fragen, wer ruft für Helena an? Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Die Horror-Schrei-Prüfung von Helena und Ricky gibt's hier. Infos zum Camp gibt's bei Stars on TV. Link in der Beschreibung. Ciao.